So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von City Skylines. Und ja, wir sind wieder zurück hier in unserem Springwood, wo jede Menge Leute gebraucht werden. Und wo im Moment das so ist, dass hier sich ein Stau gebildet hat, weil die Fahrzeuge hier unten ein Problem hatten zu entweichen. Ja, kann man ja so ernsthaft sagen und ehrlich, wie man ist. Wir hatten in letzter Folge aufgehört, hier noch so ein bisschen am Cargo Hub umzubauen. Dazu kam auch der noch nicht ganz vollendete Ausbau der Strecke hier. Den müssen wir auch mal fortführen. Ist ja nicht noch so nach Money. Ich habe eben gerade schon gesagt, was? Aber wir brauchen 39.000. Einige hatten auch Nachtvorschläge gesendet für die Start. Wir werden da gleich mal gucken, was da kam. Ich vermisse gerade nur einen Kommentar, wo noch ein Name drin stand. Den fand ich nämlich ganz gut, denn anscheinend hat er wohl den Namen gelöscht. Oder die Kommentare, oder ich weiß nicht, ob der gesperrt wurde, weil irgendwas Blödes drin stand, weil YouTube sperrt automatisch teils Kommentare. Wenn die den Anforderungen nicht entsprechen, kann das auch mal heißen. War da ein Kommentar? Nee. Da war nie was. Und dann wird er einfach gesperrt. Und jetzt ist das uncool. Naja, ist nicht immer von Vorteil, aber meistens ist das so dann doch schon was richtig Gutes, dass sie da aufpassen und nichts sperren. Nichts zulassen, was falsch wäre. Also, ist das wunderbar. Was passiert denn eigentlich, wenn wir den hier ausschalten? Eigentlich könnte man jetzt volle Kanne das Boot davor setzen. What the fuck? LOL. Das ist damn. Ich muss davon mal einen Screenshot machen. Das finde ich echt lol. Das ist ein Auto, welches oberhalb durchfährt. Aber auf einer Strecke, die gar nicht existiert. Hä? WTF, Alter. WTF. So. Okay. Einige hatten ja gesagt, nenn doch mal deine Leute irgendwie Werner. Keine Ahnung. Nein. Nenn deine Stadt. Ja, ne? So. Und sowas halt, ne? Aber Wiesel war ein Name, den der Hallax geschrieben hatte. Den werden wir auch erstmal nehmen. Und dort werden wir dann mal gucken, ob wir diesen Namen nicht fortfahren lassen. Das heißt, wir lassen hier einfach mal schauen nach dem Motto, ey, nehmen wir den Namen wirklich durchgängig oder nicht. Und dann werden wir schauen, ob das alles so passt und geht, wie wir wollen. Und einige hatten geschrieben, ey, bau doch mal einen Weg ohne eine Straße ohne Straßenrand, also ohne Gehweg. Aber ich weiß gar nicht, gibt es denn so einen? Ist das hier einer? Ich weiß es nicht. Naja, nicht ganz, aber ich glaube, den nutzen wir jetzt erstmal hier. Hier bauen wir ein Stück mal wieder zurück. Können wir hier nochmal kurz Einwohner reinziehen lassen, dann sieht das da nämlich auch nicht so kahl aus. Das Witzige ist, die passen halt auch noch zusammen, die Straßen, so vom Asphalt und so ein bisschen. Das ist auch nicht so schlecht. Und dann gab es zum Beispiel noch Kommentare, baue links vom Dorf nochmal ein Dorf mit 10 Häusern oder so, damit es etwas ländlicher wird. Dafür müssten wir erstmal das so weit haben, dass die Leute hier alle zufrieden sind, keiner meckert. Und dass wir hier auch genügend Arbeiter haben für alle Häuser, die hier in der ländlichen Region platziert sind. Und ja, also das nur mal so weit am Rande. Unser Bus hält er hier relativ. Das ist gut. Dann nimmt er jetzt ein paar Leute noch auf. Ich weiß leider nicht, wieso der immer so hoch zählt, aber nehmen wir mal so hin.
Genau, Müll ist im Moment noch ein Problem, was wir haben. Vor allem hier oben in dem Bereich. Am liebsten wäre halt so eine kleine Mini-Fabrik, die einfach alles abarbeitet, was so geht. Die dürften wir dann aber theoretisch nicht in irgendein Wohngebiet reinzimmern. Oder praktischerweise nicht in ein Wohngebiet reinzimmern. Also machen wir das irgendwie mal so, dass zum Beispiel hier oben einfach so eine Verlängerung drankommt, nach dem Motto: hier hinten und sowas kann ja mal hin. Machen wir da einfach so einen kleinen Abzweig, dann können wir oben so eine kleine Recyclinganlage ran. Achso, die brauchen ja noch Wasser. Und Strom. Ach ja, Strom kriegt sie, okay. Das ist cool. Dann sorgen wir hoffentlich jetzt erstmal dafür, dass wir hier so ein bisschen abladen können. Ich wollte schon sagen, Wasser kriegen wir doch hier hoch. Dass wir hier dann erstmal den Müll entsorgen. Das wäre auch cool, dann fördern wir so ein bisschen hier das Ganze. Dann sollten sich ja auch Einwohner mal hoch reinbewegen in die Stadt. Dann könnte es nämlich auch sein, dass wir hier ausbauen können. So, gibt es hier nicht irgendeine Regel für die Stadt, bei der es so ist, dass wir hier irgendwie voll krass das hochreißen können? Ich glaube, wir lassen das mal so. Wir kriegen ein paar Einwohner. Warte, ich wollte gerade sagen, irgendwie sieht der Bus ein bisschen komisch aus. Nein. Also hier fahren jetzt doch ein paar Autos hin. Das ist cool. So fühle ich mich morgens mittlerweile, wenn ich zur Arbeit fahre, nach Wolfsburg. Hier staunen sie sich dann irgendwie alle an der Kreuzung. Das ist also schon mega cool. Oder auf der Autobahn. Also dann auch immer eine so, ja, nee. Ich möchte jetzt auch mal bitte einmal Stau, und dann stehen sie da alle. Und ihr fragt sie so, BTF, wieso Stau? Stau. Da ist ein Bus. Wo sind die anderen Busse? Da kommt einer. Puh, 75 von 75 BTF. Denn hier los? Ist ja auch mega, Alter. So viele Leute, wie hier einfach noch stehen. Und die fahren auch einfach nicht mit der Linie. Ach nee, da, die fuhren ja zwei unterschiedliche Richtungen, ne? Der eine fuhr dahin, der andere fuhr dahin. Das hätten wir doch noch mal gucken. Das wäre vielleicht noch was. Genau, hier die Auffahrten funktionieren ja. Fahren ja auch die Leute lang. Diese Kriminal. Wir haben doch hier direkt irgendwo noch die Polizei gehabt, BTF. Hier hinten brennt sie. Wir haben doch hier alles gebaut, ne? Feuerwehr, genau. Einer von 10 im Einsatz. Polizei hatten wir da unten. 10 von 10 im Einsatz. BTF, Alter. Das geht noch. Wir sollten, glaube ich, hier hinten noch mal eine reinkloppen. So,
erstmal 25 Wagen höchstwahrscheinlich gleich am Ausdrücken. Das ist alles nur das, was ich rate. Dass hier garantiert gleich alles Mögliche ausfährt an Fahrzeugen. Wir dann dastehen wie, hä? Alle raus? Niemand. Alter, Linie 1 ist so überflown. Auf das Doppelte erhöhen von der Kapazität. Hier war das hier aber auch noch so proppenvoll. So. Das Depot. Remove. Ja. Okay, wir machen das dann doch hier erstmal kurz Linie 4. Remove Vehicle. Alles raus. Das reicht jetzt dann erstmal. Wäre cool, wenn das auf jeden Fall passt. Traffic. Das Plastik, ey. Stimmt hier noch nicht. Ich glaube, wir sollten hier einfach auf der rechten Seite auf jeden Fall eine Spur einführen. Bus und Taxen. Was ist das denn eigentlich für eine Straße? Fahrradweg. Cool. Der hat aber auch einen Parkplatz oder sowas unbewusst. Das sollte ausreichen, dass wir da irgendwie erstmal genug hinkriegen. Dann müsste die auch mal da von Bussen kommen, genau. Da stehen sie schon alle. Einfach mega extrem, was hier rauskommt, gerade an Bussen. Vor allem wie die rauskommen, ne? Sieht das aus wie so riesen S-Bahnen, die da lang fahren und schon unrealistisch, aber doch ein bisschen cool. So, jetzt sollten wir hier oben erstmal die Polizei wieder hier haben für uns. Ne, immer noch 10 von 10. Okay, dann wo haben wir noch keine. Da unten hatten wir eine, die ist aber auch schon gleich zu klein. Wir könnten hier oben einfach nochmal eine reinsetzen. Aber davon ausgehen, dass hier so Kriminalitätsrate und sowas ziemlich hoch ist. Gehen wir davon aus. Dann sollte sich das hier auch anpassen. So hoffentlich. Und unsere Taxen hier oben in Ruhe lassen. Taxen vor allem, Alter. Polizei. Polizeiautos. Was ist denn da? Genau, 10 von 10. Das ist okay. Was mich nur wundert, dass hier überall keine Orientierungsschilder Gebäude stehen. Obwohl da Style angeschaltet wird. Kriminalitätsmittel. What? So, wo bleibt die Feuerwehr? Eines ja weg. Damit hat die Brand gerade schon gelöscht. Da oben steht sie.
Wie sieht die plötzlich aus? Wie hieß die? Wieder ist es. Laute Vehicles zu spawnen, die parkt und greift. Darf gar nicht mal wiederkommen. Ist ja Dreck. Und jetzt möchte ich hier bitte europäische Gebäude. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin. Also, das passt. Genau, Eisenbahn wollten wir noch machen. Wir hatten ja eben gerade immer noch ein bisschen Geld. Was wir hier auf jeden Fall gut loswerden können. Indem wir erstens nach da vorne eine Linie legen und dann auf Höhe 0 gehen. Ungefähr so. Das ist mehr als 90, 45, jawohl. Das ist doch gut. So, falls wir mal rüber sollten, passt das schon mal. Können wir hier dann gleich rübergehen. 100. Ich habe leider nicht wirklich aufgepasst gehabt beim Bau, wie viel Karten das hatte. Ja, sieht so gut aus. Ja, passt. So war das hier eigentlich aus. Wieso haben wir denn so viele Arbeitssuchende im WTF? Okay, das ist merkwürdig. Hier hinten fahren gefühlt mehr Busse als Dings. Stimmt hier nur nicht. Das ist der größte Haufen und da stehen die wenigsten Leute. Guck mal, Linie 1, ne? Das passt irgendwie nicht ganz. Vielleicht ist er mit der Linie 3 gemeint. Dann könnte ich das so halbwegs verstehen. Jetzt hier irgendwas. Könnten wir nämlich eigentlich auf Linie 1 und Linie 4 wieder ein paar Leute abziehen. Das ist nämlich genau die falschen sind, auf die die Fahrzeuge hinzugefügt wurden. Nur für die. Genau, den hat nur entfernt. Und die nehme ich nur noch 7. Dann entferne ich auch noch mal ein paar. Auch nur noch 7. Jetzt fügen wir auf Linie 2. Haben wir hier noch einen Zweierbus? Oder hier garantiert auch irgendwo? Jawohl. Von 9. Depot. So, der dreht wahrscheinlich an die Flanke. Returning to Depot, 22 von 30 Leute drin. Trotzdem eiskalt. Wieso fährt eigentlich ein Auto? Auf der Busspur? Das gehört sich nicht. Ich hoffe mal, dass jetzt hier langsam einer auf Linie 3 kommt, sonst sind wir da nämlich ein bisschen angearscht. So. Wir wollten gucken, ob hier ein Schiff kommt, der hier zum Cargo abfährt. Die Linien haben wir auf jeden Fall, dass das gehen sollte. Die Frage ist, kommt da auch irgendwas irgendwann oder
sitzen wir hier wieder auf dem Trockenen. Das geht nicht mehr. Das führt ja unterirdisch durch, genau bis hier vorne. Ihr braucht Arbeiter. Was braucht ihr denn? Uneducated. Jetzt weiß ich auch, wofür es dieses Non-Educated gibt. Man kann nämlich so eine Art Slum aufbauen, anscheinend. Nach dem Motto, ey, Dicker, gucke mal, unsozial. Wollen wir hier oben mal was Unsoziales aufbauen? Finde ich cool. Ihr seht das genauso wie ich. Wir bauen hier mal was Neues auf. Das wird jetzt hier auch so eine Art Dörfchen. Aber halt maximal uneducated. Und ranzigste Dorf, was wir hier bauen. So. Was an hochgezüchteter Dummheit gebaut. So, das wird jetzt hier Dorf 2. Und ja, ich muss die Straße noch ändern auf die German Road. Dann sind die Lampen nämlich auch weg und das sieht so ein bisschen straßenmäßiger aus. So Landstraße und so, ne? Und dann machen wir jetzt hier einfach total. Immer geil. Hier Viertel rein, nach dem Motto erstmal einziehen. Wasser und sowas kommt jetzt. So, jetzt haben wir hier für Dorf 2 Platz gemacht. Wir können die hier nämlich auch einziehen. So. Autopark. Cool. Policies. Das lassen wir so. Und dann sagen wir hier. War das das? Nee. War das hier die Planung? War das hier? Taxen. Irgendwo war das doch für Duel. Education Boost? Nee. Schools out. Das war das, ne? Prefer to work. Aber Education, jawohl. So, das war's. Und Lower Taxes. Genau. Das hört sich doch gut an. Das wollen wir hier auch sehen, ne? So was erwarten wir hier. Wir bräuchten nur wieder mal ein paar Leute, die hier hinziehen wollen. Vielleicht einmal arbeiten wir da hier gleich mit so einem kleinen Boost, dass hier auch mal ein paar Leute hinkommen für das Dings, dass das hier irgendwie geht. Oder, ach nee, sie brauchen ja auch einen Strom, ne? Ja, ich brauche hier eine Hochspannungsleitung und werde ich den Ort. Einfach weil es dauert kann. Und zweitens sieht das auch ein bisschen cooler aus, wenn hier dann auch mal so eine Stromleitung
mitten durchgeht. Wir sehen es ja hier schon. Es hat was. Gucken wir mal so. Ich modify nochmal die Line und hätte nochmal zwei Fahrzeuge. Das ist ja hier mega voll. Der ist auch schon voll, obwohl hier noch immer Leute stehen. Und nein, ich will hier keine größeren Busse fahren lassen, weil für mich das irgendwie noch so ein bisschen unnötig erscheint. So, 129.000 haben wir. Machen wir das erstmal so, dass die oben überhaupt Strom haben. Ach, After Dark Proved. Proven. Cool, was ist das denn? Also ich dachte, der wäre größer, der Bahnhof da eben. Nimm Mikro. Ach, wie sweet. Ich glaube, wir müssen hier mal so einen Bahnhof hinsetzen. Hä, was war das denn? Achso, das ist der. Okay. Wie wäre es hier bitte schon mal mit Arbeitern? Dummhausen könnten wir das ja eigentlich nennen. Also so, nennen wir es einfach so. Ist hier ein Stau? Nee. Es sind einfach nur zu viele Autos. Kommen wir hier auch nicht. Eigentlich müssen wir dieses Dorf auf komplett doof stellen. Wie viele Schule hatten wir eigentlich gebaut? Realschule, Grundschule und Realschule, ne? Die ersten Einwohner ziehen ein. ETF. ETF. Cool. Hier wachsen Leute. Hier wachsen Häuser. Hier wächst einiges. Tack. Was zieht hier ein? Da wurde doch mal ausgebaut. Also wird doch da auch jemand einziehen. Moment. Okay. Vor allem, wie laut das einfach ist, obwohl hier ist ja kaum was ist, ne? Das ist mega. Was wir hier auch mal ausprobieren könnten, was ist das hier? Achso, das war der Hafen. Ist hier ein Park. Der ihm dieses Gefühl gibt, dass es hier besser ist als irgendwo anders. Das können wir ja gerne mal ausprobieren. Und das Coole ist, wir könnten einfach einen Weg durchbauen, um diesen Park anzuschließen. Das ist mega komfortabel gemacht. Guckt mal an, wir haben hier eine perfekte Verbindung zwischen den Läden und den Linksgriffen. Das ist so ein Ami-Haus, mega. Wir sollten, glaube ich, mal Schluss machen wieder für diese Folge. Ich hoffe, euch hat so ein bisschen gefallen, was wir bislang so gemacht haben. Einmal hier Dummhausen und die Eisenbahn. Die Frage ist halt, fährt hier irgendwas? Oh ja, es fährt auf jeden Fall was. Wartet mal, wir jetzt ein bisschen. Das ist der coole Zug. Okay. Das ist cool, dass hier was ankommt. Die Frage ist, fährt hier jetzt auch ein Schiff hin oder nicht? Das heißt, wir haben hier zwei Entlademöglichkeiten. Einmal nur per Schiff. Und dann auch einmal so. Also wir brauchen mehr dumme Leute. Ohne Witz. Das ist ja mega. So. Dann probieren wir das einfach mal so, dass wir hier die Dummheit der Stadt ein bisschen hochjagen. So. Vielleicht ziehen hier oben auch gleich ein paar Leute ein. Man kann ja nie wissen, ne? Das Örtchen noch mal. Wie sieht's auch aus? Wenn hier mal ein paar Leute hinziehen würden. Uneducated, jawohl, richtig so. Ein
Grund, dass ich hier noch keine Ahnung beschwert, bislang keine Arbeiter. Aber das kann ja auch an allem Möglichen liegen, ne? So, wir machen das halt so, dass hier hinten der Bus einfach auf die Linie von dem hier mitfährt. Und dass der dann hier hinten noch so ein bisschen rumfährt. Zum Beispiel hier oben drauf. Dann ist die Frage, wo er wendet, ne? Lassen wir den einfach so. Dann ziehen wir hier hinten noch die Bushaltestelle rein, wenn er da schon lang will. Dann machen wir das da, 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 da oben. Und dann erst hier oben wieder in seinem Örtchen. Wenn er dann da ist. Machen wir den ruhig da vorne hin, dann hat er hier eine lange Haltestelle. So. Und dann hat er hier seine Linie, jawohl. Dann haben wir hier Busdepot 2. Hier sehe ich aber nicht lange, ne? Der geht auch. War halt da so ein klein bisschen Mischmasch. Hier oben zieht das nächste Haus sich langsam hoch. Cool. Das ist mal so eine Sache, die mir echt gut gefällt. Dass die Leute dann auch mal so auf Verkehrsbedürfnisse eingehen. Dass falls da was ist, die Leute auch kommen und erneut bauen oder ausbauen. Das ist schon was Cooles. Aber ich würde sagen, das war es jetzt für diese Folge. Wieder etwas länger als normal. Und dann sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Und für alle, die es nicht mitgekriegt haben oder nicht bislang gehört haben und die das Video jetzt auch zu Ende geschaut haben, heute wird es keinen Livestream geben, dazu kommt. Oder sollte eigentlich noch eine Ankündigung gekommen sein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen um 12 Uhr wieder zu einer neuen Folge von City Skylines. Bis dann, eine wunderbare Zeit. Haut rein, bis dann und ciao.